Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge von 4x4 Passion. Mein Name ist Peter, ihr kennt mich sicherlich von Pete's Offroad Garage. Wir haben uns heute hier mal bei einem Freund versammelt und haben Leute eingeladen, die alle einen Defender 110 oder 90 mit Hubdach fahren. Und die stellen euch einfach mal ihre Hubdächer vor und wir gucken mal, was draus wird. Ich würde sagen, lass uns anfangen. Wir stehen jetzt hier an dem Auto von Thorsten. Und das ist unser Watson und das ist unser Hubdach von Abenteuertechnik. Warum hast du das Hubdach von Abenteuertechnik? Das oder die Szene mit den Hubdachherstellern ist ja groß. Warum hast du Abenteuertechnik gewählt? Das hatte für uns drei Gründe. Das erste war, dass wir das Originaldach erhalten. Es wird einfach nur eingekürzt und auf den Rahmen gesetzt. Das zweite war, dass es direkt auch bei uns aus der Nähe ist. Wir kommen aus Siegburg und der Hersteller sitzt in Bonn, also auf der anderen Seite vom Rhein. Und der dritte Grund war für uns, dass die Kollegen von Abenteuertechnik auch einen Dachgepäckträger anbieten, der super flach darauf aufbaut. Und damit passte für uns das Paket einfach als Ganzes. Prima, das hört sich ja erstmal gut an. Jetzt zeig uns doch mal, wie das aufgeht. Da gehen wir einmal. Oder bevor wir das aufmachen, Carsten, kannst du da oben das Riffelblech sehen? Das ist wohl dieser besagte Dachgepäckträger, ne? Genau. Der wird also im Grunde genommen auf das Dach mehr oder weniger mit Verstärkungsleisten aufgebracht, sodass er eben die komplette Dachfläche sehr flach nutzen kann. Finde ich auch eine super Lösung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da muss man auch sagen, wir oder unser Defender, unser Watson, hat das Fenster oben im Dach und die Jungs von Abenteuertechnik sparen das auch entsprechend aus, dass es sauber drumherum gebaut ist. Und damit war für uns einfach diese Lösung vom Dachgepäckträger, weil das Dach baut halt schon auf. Ja, also da kommt ein bisschen mehr wie eine Handbreit drauf. Und deswegen war es uns wichtig, dass alles weitere, eine Dachbox, noch ein Dachgepäckträger, nicht, also jeder Zentimeter zählt. Die Parkgarage ist raus, da können wir alle ehrlich zueinander sein. Genau, dann gucken wir mal, wie man es aufmacht. Das Dach selber, beziehungsweise der Klappmechanismus, ist an zwei Seiten befestigt. Das sind hier diese Sicherungshalter. Die muss man an beiden Seiten lösen. Und damit einem der ganze Zellstoff nicht noch im Gesicht hängt, hat man hier noch Klett. Ja, das ist aber, also das hält nichts, das hält es nur aus dem Gesicht. Und dann braucht es ein bisschen Schmackes und Oberarmkraft. Und dann kommt hier so der Kipppunkt. Und ab da geht es von alleine auf. Wir haben das Dach ja jetzt aufgebaut. Und ein Punkt, der uns ebenfalls am Dach sehr gut gefallen hat, waren die Konfigurationsmöglichkeiten, also die auch angeboten werden, von denen man wählen kann. Das fängt innen an beim eigentlichen Bett. Wir haben hier jetzt ein einbrettriges Bett, also es ist nur ein Brett, was als Ganzes durchgeht, mit Gasdruckfedern, was man auch aufstellen kann, das können wir gleich mal zeigen. Das kann man aber auch in einer Zwei-Brett- oder Drei-Brett-Konfiguration wählen oder, wenn man das will, eben auch als Lattenrost. Also wir haben uns hier, wie gesagt, jetzt hier für die Holzfläche am Ende entschieden. Da habe ich eine Zwischenfrage. Wenn ich wenn ich drei Bretter gewählt habe, dann kann ich wahrscheinlich nicht mehr hochklappen, sondern ich kann sie ineinander schieben. Ja. Ja. Das heißt nur, dass die Variante mit dem einen Brett ist nach oben klappbar, alles andere ist eben. Genau. Und das mit dem Lattenrost. Auch. Also genau, und das Lattenrost. Und das war für uns, und deswegen haben wir uns für das Brett zugegebenermaßen entschieden, ein wichtiger Punkt. Wir wollten A, die Optik des Lattenrostes nicht haben, von unten, sondern eben hier diesen Filzbezug, und den gucken wir uns ja gleich nochmal an. Und zum anderen bietet es sich an, es halt auch als Staumöglichkeit mit eben so einem Netz zu verwenden. Und deswegen haben wir das genauso zusammengestellt. Die Konfigurationsmöglichkeiten hörten da nicht auf, deswegen mussten wir uns auch erstmal ein bisschen durchwuseln. Und zwar haben wir ja rechts, links, also Fahrerseite, Beifahrerseite und hinten eben auch Fenster. Die kann man
zum einen so wählen, dass sie vollständig öffnenbar sind. Also jetzt haben wir hier innen einen Reißverschluss, damit kann ich es öffnen. Das Mückennetz bleibt aber dazwischen. Da gibt es eine weitere Ausbaustufe, dass eben auch das Mückennetz wegnehmbar ist. Die weitere Konfigurationsmöglichkeit ist, dass rechts und links bei Fahrer- und Fahrerseite sowie eben hinten auch kleine Vordächer, Überdächer oder Abseiten eben auch zusätzlich aufgebaut werden können. Da haben wir uns gegen entschieden, weil wir basierend aber auch einfach auf unserer bisherigen Erfahrung gesagt haben, das würden wir nicht aufbauen. Gerade wenn wir nur eine Nacht oder vielleicht zwei Nächte mal irgendwo stehen, dann da die Stangen rein und dann ansetzen und festmachen. Deswegen haben wir gesagt, ne, die Konfiguration reicht uns so. Wir möchten zusätzlich den Aufbau mit Moskitonetzen haben und dass wir sie dann innen komplett einfach öffnen können, sodass man eben lüften kann. Komplett auf müssen wir es nicht machen. Und eben auch die zusätzlichen Dächer, da haben wir aus persönlichen Gründen einfach drauf verzichtet, weil wir eben gesagt haben, wenn wir es am Ende eh nicht aufbauen, dann hängt es rum und labbert, und gerade wenn Wind ist, eben hast du noch eine Stelle, die irgendwie klappert. Das muss einfach nicht sein. So sieht es innen aus. Auch der Original-Dachhimmel bleibt an der Stelle eben auch erhalten. Also ne, wie bereits gesagt, das Dach wird eingekürzt und der bestehende Dachhimmel wird dann eben auch weiter verwendet und kann dann wieder auch eingezogen werden. Das war für uns auch ein Kriterium, weil als wir das Auto gekauft hatten, wir hatten schon diesen Alcantara-Himmel drin. Dann wollten wir ihn eben auch entsprechend behalten. Ein Blick aufs Bett. Das sind etwa 2,05 Meter Liegefläche in der Länge. Man hat hier hinten, wo jetzt gerade der Karsten steht, ein Loch. Ja, also das ist frei. Das sind etwa 70 cm, die hier Platz sind zum Ein- und Aussteigen. Und hier gibt es auch kein Brett. Das kann man sich selber machen, aber hier gibt es kein Brett, was das entsprechend verschließt. In der Breite wird die vollständige Autobreite de facto genutzt. Das sind so 1,20, 1,25 vielleicht. Man kann, damit kommen wir zurück zu den Optionen, man kann auch eine Matratze bei der Bestellung entsprechend mitwählen. Aufgrund von persönlichen Kontakten haben wir uns dazu nicht entschieden, sondern eben bei Freunden eine Matratze bestellt. Das ist eine Hartschaummatratze. 8 mm, was uns dabei wichtig war, und wir haben die Erfahrung auch schon unten gemacht bei unseren Polstern, dass gerade ich, wenn ich hier drauf sitze, nicht das Brett merke. Zwei Sachen, das sind aber Detailsachen jetzt, die uns auch einfach gut gefallen, ist, dass zum Beispiel die Sprühdüse hier hinten vom Heckscheibenwischer, und ob man den jetzt braucht oder nicht, das steht in einem komplett anderen Buch, aber sie ist wieder ordentlich eingefädelt. Sie ist wieder verbaut, das Zuleitungsrohr ist sauber verlegt, und das fanden wir einfach, es war einfach eine saubere Lösung. Ja, und das Gleiche gilt auch für den gesamten Klappmechanismus vom Bett. Also der Rückfahrspiegel vorne im Cockpit ist ordentlich wieder aufgehangen, die Sonnenblenden sind wieder aufgehangen. Das war für uns einfach, weil wir es uns auch vor Ort hier dann angucken konnten, einfach ein komplett rundes Konzept, wo wir gesehen haben, dass das, was wir jetzt zum Teil am Auto schon umgebaut haben oder halt auch eben lieb gewonnen haben, wie Staufächer an den Sonnenblenden, dass das einfach wieder da ist. Man muss sich nicht nur umgewöhnen. Was dieses Hubdach nicht hat, und dafür gibt es auch keine Option, ist irgendwas an Elektrik. Ja, also die normale Innenraumbeleuchtung, die im Dachhimmel ist, die ist da und die funktioniert auch weiterhin. Aber wenn man jetzt irgendwie ein Leselicht haben möchte oder eine USB-Steckdose, wenn man das Handy lädt oder den E-Book-Reader oder das Tablet, das muss man sich selber bauen. Ja? Da bietet sich diese 70 cm Platz hier hinten durchaus an, also da kommt man durch, aber eben dafür gibt es keine Option. Ja? Also da heißt es dann selber Hand anlegen oder alternative Lösung finden für den Selbstbauer. Jetzt machen wir aus dem Auto mal einen Tanzsaal. Und damit wir es hochklappen können, eine wichtige Sache, ja, die Seitenfenster schließen. Und damit es nicht zu viel scheuert, die beiden Reißverschlüsse einfach nach vorne. Ja, weil die Platte einfach, es vermeidet Verschleiß. Ansonsten ist das Dachgestell bzw. die Bettplatte auch einfach nur zum Abdrücken. Und damit kann ich mit meinen 1,88, ja, also zumindest bis hier bequem stehen. Und man hat Platz in diesem Auto. Kommen wir zum Zuklappen des Dachs. Dazu braucht es
bisschen Kampfgewicht zum Runterziehen. Grundsätzlich ist es so, zwei, drei Sachen sind zu beachten, aber sonst ist es eigentlich ganz simpel, genauso wie es zum Aufklappen eigentlich gedacht ist. Man greift oben an die beiden Griffe, das sind die Originalgriffe vom Landy, die hier wiederverwendet werden. Und dann zieht man es erstmal runter. Und das mache ich jetzt mal. Und dann kommt einem der Stopp manchmal auch schon entgegen. So, und jetzt kommen wir hier an den Kipppunkt. Also wenn ich jetzt loslassen würde, würde das Dach einfach runterfallen. Dabei kann es aber passieren, dass der Zeltstoff rechts und links eben eingeklemmt wird. Ja, das heißt, man zupft jetzt hier mal ein bisschen, eine Hand schönes Dach festhalten oder abstützen. So, und zupft man ihn hier jetzt rein. Und leider jetzt auch hier vorne, das heißt, ich verschwinde jetzt mal ganz kurz. So. So. Damit man mich jetzt wieder sieht, fange ich hiermit an. Und was man jetzt einfach nur noch machen muss, ist die Seiten einrollen. Hier ist der Sicherheitsgurt. Und jetzt hier in dem Aufbau, den ich hier habe, habe ich deswegen hier diese Aussparung. Ja, ansonsten einfach nur hier durch ziehen und einklemmen. So. Ja, schön fest. Das einmal auf beiden Seiten. Und hier oben noch der Klettstoff weg, damit auch eben das aus der Optik verschwindet. Und dann war es das. Das heißt, um das Dach nach unten zu halten, mache ich es über die Gurte. Und die seitliche Verschiebung hat der obere Rahmen am unteren Rahmen nochmal so zwei kleine, ich sag mal Stahlpinne, die hier mit Kunststoff überzogen sind, damit die seitlichen Kräfte aufgenommen werden. Das reicht auch völlig. Gute Lösung. Bis jetzt. Die Nächte, die wir hier drin verbracht haben, wirklich sehr zufrieden. Und es ist ein anderes Auto. Das ist einfach so. So, sollen wir mal zum nächsten Hubdach gehen? Welches nehmen wir denn jetzt? Meins. Meins? Meins. Meins? Meins? Nee, meins. Deins? Dein Hubdach. Ja. Das heißt, jetzt muss ich die Kamera nehmen? Nee, nein. Geht, glaub, ja. Gut. Ja, dann lass uns doch mal zu deinem Hubdach gehen. Dein Hubdach, Carsten, ist von der Firma Alucap. Und ja, du wirst uns gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Du warst ja auch schon, glaub, ganz ordentlich mit unterwegs, ne? Ja. Ich bin gespannt. Carsten, Peter, du Mensch, hier. Dass wir zusammen mal ein Video drehen. Ja, dass wir zusammen super vor der Kamera stehen. Prima. So, du hast auch ein Hubdach auf deinem, wie hat dein Auto eigentlich einen Namen? Ja, Landy heißt er. Landy, geil. Nein, der heißt Kaktus, aber das ist eine lange Geschichte und die stimmt ja auch nicht mehr. Gut, also du hast auf deinem Landy auch ein Hubdach und das ist von Alucap. Ja. So, warum hast du dich denn für das Alucap entschieden? Ja, ich hatte mir damals einige angeguckt und mir gefiel das eigentlich deshalb ganz gut, weil es die Form des Landys nicht so ganz kaputt macht wie andere. Also er sieht danach aus wie ein Landy, er ist zwar natürlich trotzdem höher. Du meinst so vorne mit der Weiterführung? Ja, also er nimmt das ja auf und so weiter. Ja. Ich fand, dadurch, dass das so weit verbreitet ist, ist es auch ausgereift. Und vor allen Dingen innen drin gefiel mir das ganz gut, dass ich das Lattenrost nicht sehe, sondern dass ich eine durchgehende Platte habe, die ich vor allen Dingen auch hochklappen kann, sodass ich dann, wenn ich nicht zum Schlafen brauche, auch ein sehr tolles Raumgefühl innerhalb des Autos habe. Und das waren so die Beweggründe. Und es hat sich auch herausgestellt, das stimmt alles. Und ich finde es auch extrem einfach aufzubauen und wieder zuzuklappen. Das ist wirklich in wenigen Sekunden. Möchtest du uns das mal zeigen? Ich zeige das mal. Ja. Guck mal, nicht ins Auto, ist nicht aufgeräumt. Man nimmt hier diese beiden Sicherungen ab, macht die Sachen hier auf, gibt dem Ganzen Doi und dann sind wir schon eigentlich startklar. Boah, das ging ja jetzt schnell. Ja, und ohne Kraftaufwand eigentlich. Ne? Man, ja. Wie gesagt, gibt einen Doi und du holst es auch wieder zurück, indem du hier einfach hier dran ziehst. Zack, und dann wird das noch an den Seiten gestopft und dann ist man, nimmt man die letzten 10 cm, dafür sind diese Dämpfer hier, die finde ich eigentlich auch ganz gut. Und dann bist du schon wieder startklar. Und das hat mich damals eigentlich begeistert.
Ja, jetzt ganz ehrlich, ich habe das erste Mal jetzt so richtig bewusst gesehen, wie ein Alu-Cap auf und zu geht. Das ist schon mal eine andere Hausnummer, ne? Ja, das ist ziemlich durchdacht. Da gibt es ja noch diese Gummischnur, die zieht das rein, das, den Zeltstoff. Und du musst aber trotzdem stopfen, also ganz exakt geht der nicht rein. Ja. Kann ich die abmachen oder ist die immer dran? Ne, die Gummischnur, die, also wenn ich dieses Aufstelldach für hinten rein mache, dann wird die einfach runtergeschoben. Ach so. Ja. Also die ist eigentlich immer dran? Die ist immer dran. Und ob du jetzt nach oben oder nach unten machst, ist völlig egal. Genau. Der, die wird eigentlich nur, wenn du das einpackst, dass das nach innen, nach innen sich schlägt. Da haben wir schon einige Videos über dieses Hubdach gemacht. Ja. Will ich euch auch nicht alle langweilen. Ist eigentlich nur noch mal der Vollständigkeit halber hier, hier mit drin. Es ist total solide. Ich habe da jetzt oben nichts drauf, aber auch da sind Airline-Schienen verbaut. Wenn man ein bisschen kräftiger als ich ist, dann kriegt man das Dach auch trotz Bepackung noch hoch. Ja. Aber ich habe darauf verzichtet, weil es kostet ja immer Sprit. Das stimmt. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich da oben immer in die Kisten kommen soll. Ich will nicht, ich habe extra eine Leiter mitnehmen. Ja, also guckt es euch an und Schlafkomfort, das habe ich auch schon öfter gesagt. Einziger Kritikpunkt meinerseits, die mitgelieferte Matratze ist nicht komfortabel. Da muss man was machen. Das, ist, was ja, das ist ja tatsächlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie der schlafen will. Ja, und wir haben es ja gerade beim Thorsten gehört, der hatte keine Elektroinstallation drin. Das ist bei diesem Hubdach auch anders. Da sind Leseleuchten drin und so weiter. Aber auch keine USB-Anschlüsse, die habe ich dann wiederum reinbauen lassen. Man hat vorne eine Konsole, finde ich auch ganz schick. Über den Sonnenblenden. Über den Sonnenblenden. Ja. Ja. Und da werden auch dann die, die Sonnenblenden wieder angebracht. Ja. Du wolltest, glaube ich, noch irgendwas zu diesen Verschlüssen sagen. Ne? Ja, nee, du hast mich gefragt, ob die. Weil ich finde die. Wenn ich ehrlich bin, finde ich die optisch jetzt nicht so der Burner. Zu dem, passt auch irgendwie nicht zu dem Dach und finde ich irgendwie so ein bisschen so oldschool. Weiß ich nicht. Ja. So ein Schloss, wenn man das davor macht, das klappert, das würde mir persönlich. Nee, das ist ja, das ist vielleicht die einzige Kröte, die man schlucken muss. Dieses Dach wird von außen verschlossen und nicht von innen. Konstruktionstechnisch ist das wohl anders nicht machbar. Mich hat es ehrlich gesagt noch nie gestört. Nämlich würde das grundsätzlich auch nicht stören, wenn das von außen verschließbar ist, aber da gibt es schönere Lösungen. Ja, aber das muss ich halt akzeptieren. Gut. Ja. Ja. Kurz und knackig. Kurz und knackig, weil alle anderen wichtigen Informationen dann in den Videos, die dieses Dach mal tatsächlich behandelt haben. Genau, da gibt es ein Aufbauvideo, wie das hier auf das Auto gesetzt wird, etc. pp. Auch ein Innenausbauvideo. Und genau. Also ich muss ja ehrlich sagen, als noch überhaupt kein Innenausbau drin war, haben wir da mal mit 4 Mann drin gestanden. Das war schon der Burner. Also mit 4 erwachsenen Menschen da drin stehen und sich kurz unterhalten, das ist schon Raumgefühl. Gut, ist jetzt weg, weil ein Innenausbau drin ist. Aber so ein Lenny kann schon ganz schön groß sein. Apropos groß, sollen wir mal jetzt zu dem Kleinen gehen? Jetzt gehen wir mal zu deinem. Zu meinem? 90er mit Hubdach. Das sieht man ja nicht so oft. Nee, also ich habe tatsächlich mal ein Video gesehen von einem 90er mit Hubdach und habe mal einen 90er in live erlebt mit Hubdach. Ich finde es spannend. Ja. Lass uns einfach mal zu meinem. Dann auch zu dir. 90er mit Hubdach. Mein Auto kennt ihr ja. Und da ist jetzt ein Hubdach drauf gekommen, und zwar ein Selbstbausatz von den Overlandys. Das ist wohl bei den Overlandys tatsächlich mehr oder weniger so ein Prototyp gewesen. Deswegen heute mal die erste Vorstellung, Overlandys Hubdach 90er Defender. Ich habe mich dazu entschieden, das Dach oder dieses Konzept so aufzubauen, dass ich nicht von innen einsteige, sondern von außen. Weil mir das einfach zu viel Aufwand ist und mir innen drin dann einfach zu viel verloren geht. Dann müsste man wieder mit speziellen Matratzen arbeiten, damit immer eine Luke offen bleibt und, und. Ich steige von außen ein und das ist für mich auch völlig okay. So, öffnen. Was, eine Frage noch, was heißt jetzt Selbstbausatz? Was kriegt man da?
Bei dem Selbstbausatz kriegt man den kompletten Rahmen, also das, den unteren Rahmen, den oberen Rahmen unter Verwendung des alten Daches, inklusive aller Anbauteile, Nieten, die Gasdruckdämpfer, der Zeltstoff, alles fix und fertig. Man braucht nur das Handwerkszeug wie Nietzange und so weiter. Was nicht vorgesehen ist, ist, dass der Rahmen lackiert kommt. Das muss man also selber machen. Also der ist in welcher Farbe? In Aluminium Natur. Und das ist ein richtiges Kastenprofil. Also nicht ein gebogenes Blech, sondern ein richtiger Rechteckrahmen, Rechteckrohr. Was auch nicht dabei ist, ist das Bett. So öffnen, auch ich habe mich bei diesem Dach dazu entschieden, das von außen zu verschließen. Ne, wenn man das Konzept so gewählt hat wie ich, dass ich von außen einsteige, weil ich komme von innen gar nicht rein an die Stellen, wo man es eigentlich sichern könnte, weil da einfach das Brett von meinem Bett ist. Das sind Verschlüsse, die sind nicht abschließbar, die gibt es aber in einer etwas anderen Form auch abschließbar, aber ohne, dass da ein Vorhängeschloss dran rumtingelt. Das sind tatsächlich Haubenverschlüsse von einem Jeep Wrangler, also Motorhaubenverschlüsse. So, aufmachen ist tatsächlich, weil ich gesagt habe, ich möchte auch noch mit Dachlast fahren, weil der 90er ist nicht so groß innen, habe ich relativ stramme Dämpfer drin, sodass ich fürs Öffnen und Schließen auch ein bisschen Kraft brauche. Und damit ich das hinterher wieder runtergezogen kriege, habe ich in meiner Werkstatt hier noch so eine kurze Hundeleine gefunden. Ah, zack, offen. Die Leiter ist bei dem Bausatz auch nicht dabei, weil ich mich ja entschieden habe, von außen einzusteigen. Und weil ich noch nicht wusste, ob ich auf jeden Fall von hinten einsteige oder auch von der Seite, habe ich mir die Option offen gelassen und dem Hersteller gesagt, ich möchte gerne alle drei Seiten komplett aufmachbar haben. Also auch den Moskitonetz mit Reißverschluss, dass ich es komplett öffnen kann. Was ich auch gar nicht schlecht finde, weil bei so einem Wetter kannst du wirklich komplett auf Durchzug schalten, auch nachts. Gut, du liegst dann in so einem Fliegengitteranzug mit Kapuze und hier komplett zu, damit du nicht zerstochen wirst, aber nee, Spaß beiseite. Das Gleiche, was ich auch haben wollte, ist, wenn ich natürlich von außen einsteige, dann könnte es ja schon mal sein, dass es draußen regnet. Und wenn es regnet, dann kriege ich einen nassen Arsch. Und um das zu umgehen, habe ich mir so Seitenteile machen lassen dazu. Wobei das musst du wirklich eigentlich nur aufbauen, wenn wirklich doofes Wetter ist. Ansonsten wäre mir das auch zu aufwendig. Die Gummibänder vergessen. Ja, und schon. Den kann man tatsächlich sogar noch ein bisschen spannen hier. So, und fertig ist mein... Und wie steigst du jetzt an? So, ich habe auch meinen alten Himmel verwendet, wie man sieht.
Das ist ein bisschen schmuddelig, muss ich alles noch ein bisschen sauber machen. Aber ich sag mal, ich bin Körpergröße 1,76 Meter. Wenn ich hier drin liege, mit Schuhgröße 42, dann passt das so gerade eben. Ich sag mal, so schlafe ich sowieso nie. Ich bin eher so der Seitenschläfer. Und das passt. Also die Dachlänge vom 90er ist tatsächlich 2 Meter oder 2,11 Meter außen gemessen. Und das ist völlig ausreichend. So, jetzt kann ich hier eben noch das Seitenfenster öffnen. Ne, weil so ein Fliegengitter nimmt ja auch immer ein bisschen Luft weg. Und schon habe ich maximale Durchlüftung. Ne, das ist natürlich richtig geil. Vor allen Dingen könnte ich auch zur Seite raus. Und ihr schlaft hier zu zweit drin? Ja, wir haben sogar unseren Hund noch hier oben. So ein kleiner Terrier-Mix mit einer Schulterhöhe von 39,5 cm und 11 Kilo. Nee, das ist, für alleine ist er natürlich hier ein Palast. Ne? Muss man ganz ehrlich sagen, das ist ja hier. Ach, was willst du mehr? Was hast du hier für eine Matratze drin? Hier ist eine Matratze drin von Sea-to Summit, so eine selbstaufblasende. Das war für mich sehr wichtig, weil ich schon seit langer, langer Zeit auf so selbstaufblasende Matratzen schlafe im Urlaub, wenn ich unterwegs bin. Und da schläft man einfach unfassbar gut drauf. Und die passte jetzt tatsächlich in der Breite und auch in dem Komfort, in der Höhe, dass ich gesagt habe, genau die wird es. Und ja, wird es. Ne? Man kann die Luft relativ einfach rauslassen. Um jetzt vielleicht bei längeren, ich glaube, das ist sogar gerade offen, genau, ich muss sie nachher nochmal nachgucken, weil ich jetzt schon länger nicht drin geschlafen habe und dann lasse ich die Luft immer ein bisschen raus, weil die doch, ich sag mal, die ist vielleicht so viel zu breit, aber das ist okay, dass das mit dem Zelt und dem Rahmen besser klappt. Und bevor ich jetzt schlafe, stelle ich mich hinten dran und pumpe bis kurz nach und dann ist aber auch alles schön. Nee, ist schon schick so. Ich habe lange, lange Zeit ein Dachzelt gehabt mit Plane und Einklappen, Ausklappen, integriertes Vorzelt. Und das war mir einfach, wenn man tatsächlich jeden Tag unterwegs ist oder jeden Tag woanders ist, ist das mir persönlich zu viel Aufwand. Und das ist wirklich aufklappen, reinlegen, schlafen. Und Abbau ist genauso einfach? Ja. Gut, jetzt hier, wenn man die ganzen Teile aufbaut, ist natürlich wieder ein bisschen mehr Aufwand, aber muss man ja nicht. Das ist tatsächlich einfach nur zusammenklappen. Ähnlich wie bei dir. Bei mir ist es allerdings nicht so, dass du hast ja diese Dämpfer, wo der noch ein bisschen offen bleibt. Dadurch, dass ich hier einen geschlossenen Raum habe, kommt der nicht so schnell runter, weil die Luft nicht so schnell entweichen kann. Das heißt, das geht relativ smooth, die letzten Zentimeter. Man hat immer noch Zeit, die Seiten ein bisschen reinzufummeln. Das funktioniert eigentlich relativ gut. Sollen wir das mal machen? Machen wir mal. Super. Wo wir bei meinem Dach noch gar nicht drüber gesprochen haben, ist, warum ich mich für dieses Dach entschieden habe. Ich habe mich tatsächlich für dieses Dach entschieden, A, aufgrund des Preises. Weil ich wusste, ich kriege das hin, das selber aufzubauen. Was für mich aber allerdings erst im Nachgang wichtig war, ist die großen Fensterflächen und dieser Zeltstoff. Das ist ein Boots-Persenning-Stoff und hat eine unheimlich geile Haptik. Ich habe früher war viel mit Zelten unterwegs. Und ich persönlich mag diesen Zeltstoff nicht, den viele andere Hubdächer verbaut haben. Ich mag das hier einfach. Relativ faltenfrei. Könnt ihr den ganzen Tag so dran stehen. Ich finde es einfach geil. Und wie gesagt, die großen Fensterflächen. So, einklappen. Da brauche ich jetzt auch ein bisschen
bisschen Kampfgewicht wegen der strammen Dämpfer. So, und jetzt bin ich hier im Grunde genommen in dem Punkt, wo er eigentlich stehen bleibt. Und jetzt muss ich hier einfach nur mit einem langen Arm die Seitenteile reinholen. Und hier gucken, dass die Rolle nach innen geht. So. Da hat man jetzt schön gesehen, dass das so ganz smoothie, weil die Luft nicht weg hat. Abfahren. Wir stehen bei Volker. Volker hat einen Defender 300 TDI und hat sich für ein Hubdach von der Firma Extec entschieden. Genau. Warum? Warum? Ja, letztendlich war das sicherlich eine Frage der Qualität. Hm. Die Firma Extec existiert schon seit geraumer Weile. Macht praktisch nichts anderes als Hubdächer verbauen. Ne? Und ich konnte mich von dem Qualitätsstandard also auch überzeugen, dass es wirklich sehr, sehr hochwertig ist. Ne? Mhm. Punkt 1. Punkt 2 ist, dass ich festgestellt habe, dass der preisliche Unterschied zwischen den einzelnen Anbietern im Markt, dass das gar nicht so weit die Schere auseinander ist. Also das bisschen mehr, was ich dann vielleicht dafür bezahle, das habe ich dann im Ende dann auch tatsächlich auf Dauer der Zeit und vom Sicherheitsaspekt her. Ne? Das ist also ein doppelter Aluminiumrahmen, Rechteckprofil und richtig massiv. Und die Firma Extec war dann auch so lieb und hat mir den Rahmen in meiner Wagenfarbe dann oder annähernd zumindest, ja, der Wagenfarbe gespritzt oder beziehungsweise lackiert. Was man hier schon von außen sehen kann, ist eben, dass die Verschlüsse nämlich von innen liegen. Die vermisst man außen. Ja. Von außen kann man zwei Bullaugen sehen, die man von innen öffnen kann, was dann nochmal, wenn man vielleicht im Herbst unterwegs ist, wenn es schon ein bisschen zugig ist und man doch die Fenster geschlossen haben möchte, dass man zumindest dann vom CO2 so ein bisschen, was man über Nacht ausdünstet, sozusagen befreit wird. Ne? Schöner Luftaustausch. Ja, ja, auf jeden Fall. So, möchtest du es mal aufmachen? Nö. Doch, na klar. Ja, relativ simpel. Relativ simpel. Wir haben innenliegend den Schnellverschluss. Wird geöffnet. Links, rechts. Und jetzt angehoben. Und somit ist es fertig. Die Schnellverschlüsse, sind die aus Gurtband oder aus Gummi? Nee, Stahl. Ach so, ja. Auch so klassische Verschlüsse. Ja, ja, Haubenverschlüsse. Genau. Aber eben von innen. Hm? Aber eben halt von innen. Ne? Auch nachspannbar, habe ich gesehen. Richtig. Hm. Dann werden zwei solche Stangen mitgeliefert, die, wo jeweils auf jeder Seite eine Stange hinkommt. Und damit kann man nochmal die Seitenwände durchsetzen. Die werden stramm gehalten. Und das Dach selber wird gestützt. Ja. Insbesondere dann, wenn man also Dachlast noch mal oben drauf hat. Ne? Oder wenn extremer Winddruck kommt und das Dach womöglich nach unten drücken könnte. Genau. Ja. Ja, der Hersteller hatte sich gedacht, das hier schiebbar zu halten, der besseren Luftzirkulation auch wegen. Dieses Argument kann ich absolut nachvollziehen, denn wenn man mal die Standheizung anmachen würde, dann würde die Wärme von vorne nach hinten durchzirkulieren. Ne? Und insofern ist das schon recht von Vorteil. Was auch noch gut ist, ein weiteres Feature hier, ist dieses Gummi. Kann man das sehen? Ja.
Dieses Gummi zieht also die Wandung jeweils nach innen. Das ist wiederum beim Zusammenfalten des Hubdaches recht praktisch, ne? Weil das dann vorgefaltet wird durch diesen Zug, ne? Ich mache das mal ab. Das ist relativ simpel. Das Ganze wird dann hier hochgefahren. So. Und habe hier dann schon eine sehr komfortable Stehhöhe. Die Seitenfenster. Dazu ist zu sagen, dass kein Gewebe, insofern Insektenschutzgewebe eingearbeitet ist, eingenäht ist. Für mich hat es einen Vorteil, weil einmal habe ich doch eine klare Sicht. Ich kann das hiermit festmachen oder ich kann das auch mit einem Gestänge festmachen. So. Kann man denn da jetzt ein Insektenteil reinkletten? Ja. Ja, ne? Ja. Das habe ich insofern da. Und der Vorteil ist, weil es eben so separat gehalten wird, diese Maschen, die sind sehr engmaschig. Also auch kleinste Mücken werden dadurch abgehalten, ne? Weil dieses Gewebe eben keinen mechanischen Stress auszuhalten hat durch das Zusammenfalten und wieder expandieren, ne? Und von daher ist es ganz gut. Also wie gesagt, man hat noch jeweils zwei Streben für jedes Fenster, sodass man das dann auch schräg aufstellen kann, ne? Das Fenster. Und du hast ja auch Stehhöhe drin. Ne? Genau. Wie groß bist du? 1,90. Ich öffne mal hier oben Bullaugen. Was ist das oben für ein Gestänge? Dieses Gestänge? Ja. Damit zieht man das wiederum runter, das Dach, ne? Du machst das also alles von innen. Das machst du alles von innen. Genau. Wenn man jetzt noch einen Dachgepäckträger hätte, der ja ein enormes, auch mitunter ja auch Eigengewicht hat, ne? Und plus Gepäck obendrauf, müsste man auch die Gasdruckstoßdämpfer einmal tauschen zu stark, ne? Auf stark stellen. Nachteil ist, wenn man vielleicht den Gepäckträger wiederum runterschmeißt und das ganze Gepäck und man hat die starken Gasdruckstoßdämpfer drin, stellt man das Dach nur einmal auf, weil du kriegst es nicht mehr runter. Ne? Da muss man sich halt entscheiden. So klein, also so kurz nur, damit du noch maximalen Sichtschutz hast. Ne? Ja, das Alu-Kipp hat auch nicht viel mehr. Okay. So. Jetzt wird es auch ein bisschen strammer, ne? Ja. Und das gleiche geht auch an die Seiten, ne? Ganz genau. Ja, sehr schön. Innenausbau fehlt noch, kommt demnächst noch. Innenausbau Ende des Jahres. Was man vielleicht aber schon von außen sehen kann, habt ihr euch gefragt, was sind das für Löcher? Ja, hier kann man so Stangen reinstecken für eine Heckmarkise, ne? Ja, ein komplettes Heckzelt. Oder Heckzelt, ja. Ganz genau. Kommen Edelstahlstangen rein und das ist auch relativ simpel aufzustellen. Also innerhalb von wenigen Minuten hat man das Heckzelt zu stehen, ne? Das erweitert sicherlich den Innenraum. Ja? Man hat also wie einen Wintergarten zum Fahrzeug. Ja? Das ist, ja, gut, das machst du aber auch erst, wenn du ein paar Tage länger stehst. Richtig, ne? Genau. Ja, vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, den man bedenken sollte. Und zwar ist das die Farbwahl des Stoffes. Also die Firma Exec bietet das in Schwarz, in Beige, in Weiß und in Grau an. Und letztendlich habe ich mich für Schwarz entschieden, weil das absolut lichtdicht ist. Also es lässt kein Licht auch nach außen, so wenn man vielleicht auch mal abseits steht und unentdeckt bleiben möchte und nicht direkt auffallen möchte, ja, dann bietet sich also doch ein dunkles, schwarzes Dach an. Wo wir nicht gerade drüber gesprochen haben, ist, dieses Hubdach verwendet auch das Originaldach, ne? Genau. Genau. Ja. Das war beim Alu-Cap nicht so, das war beim
Abenteuertechnik, die verwenden auch das Originaldach, wird nur eingekürzt. Bei den Overlandies nimmt man auch das Originaldach, wird nicht eingekürzt. Und Exec nimmt auch das Originaldach, wird aber auch eingekürzt. Genau. Ja. Ja. Um das nochmal richtig zu stellen. Vielleicht noch ein Wort eben zum Stoff. Ja. Nämlich dieser Stoff kommt auch aus dem Schiffsbau, aus dem Yachtbau und ist wasserabweisend. Mhm. Also da gibt der Hersteller wirklich eine Garantie drauf, dass es 100% wasserabweisend ist. Wenn Winddruck, also kombiniert mit Niederschlag, vorhanden ist und je nachdem, wie stark der Winddruck ist, dann kann es sein, dass es vielleicht an den Reißverschlüssen, dass da dann Wasser eindringt. Aber ansonsten halt nicht. Ja, aber bei Winddruck und richtig Wasser von oben schlafen wir doch im Hotel. Nicht? Habe ich da was falsch verstanden? Ja. Nein, genau. Ich habe tatsächlich mal in meinem Dachzelt bei horizontalem Regen gelegen. Und das hat auch alles, war auch alles dicht bis auf an den Reißverschlüssen. Das schaffen die irgendwo, glaube ich, gar nicht so. Ne? Herkömmliche Reißverschlüsse, da kommt dann auch mal was durch, aber das ist halt Camping. Ne? Das gehört mit dazu. Das wollen wir ja auch so ein bisschen. Ne? Ja, klar. Sonst würden wir uns wirklich ein Hotelzimmer nehmen. Ne? Genau. Ja, genau. Ja, Liegekomfort. Der Liegekomfort ist wirklich sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Dieses Lattenrost ist also gefedert. Das sind diese Teller, die über die gesamte Fläche gehen. Carsten, und du so sagtest, da gibt es einen Namen für? Frohlig. Frohlig? Ja. Wie das Hundefutter? Genau. Oder Frohli? Ich weiß nicht. Da steht, glaube ich, da, ne? Frohli. 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 Ja. Die Auflage selber, ja, jetzt schlag mich tot, was das für ein Material ist. Ein Schaumstoff wahrscheinlich. Ein Schaumstoffmaterial. Reicht vollkommen aus. Aber also, die Kombination ist genau das System, ne? Die Kombination. Und ich muss sagen, also man muss nicht unbedingt noch ein Zusatztopping haben, oder um weicher zu liegen. Also ich vermisse das insofern gar nicht. Ich habe selber mit meiner Wirbelsäule ein bisschen Ärger, ja, und bin da anfällig und habe hier noch nie ein Problem gehabt. Ne? Ich glaube, da muss auch jeder für sich individuell entscheiden, wie er dieses Problem löst. Ne? Der eine sagt, ich brauche einen Lattenrost, weil ich das auch toll finde, wie auch immer. Der andere sagt, nee, bei mir kommt nur ein Brett und oben irgendwie eine ganz stinknormale Matratze drauf. Ich habe die selbst aufblasende, du das Frohli-System. Ja. Das muss jeder für sich wahrscheinlich selber entscheiden. Und da vielleicht auch mal vorher Probe liegen. Ja, Volker. Ja. Danke. Ja, bitteschön. Ich hoffe, wir sehen uns bei dem nächsten Video wieder, wenn dein Innenausbau fertig ist. Ja, gerne. Weil das macht die Sache dann ja nochmal richtig rund. Ja. Und dann vielleicht auch mit dem Heckzelt. Ja, gerne. Schön. Okay. Jetzt gehen wir zu dem nächsten Auto. Auch das kennt ihr schon aus einer Folge von 4x4 Passion. Das ist nämlich der Marco mit seinem blauen Defender HT. Auch wiederum mit einem Overlandis-Hubdach. Sein Motto ist KIS, Keep It Simple. Steht auch auf dem Nummernschild. So Marco, so Peter, wir stehen an deinem blauen Defender TD4 HT. So sieht's aus, ja. Und du hast auch ein Overlandis-Hubdach eingebaut. Genau. Warum? Warum? Wir hatten vorher immer ein Dachzelt drauf und das war mir irgendwann dieses ganze Gefrickel, haben wir eben schon gehört, irgendwann zu viel. Und da habe ich mich ein bisschen umgeschaut im Netz und habe nach Alternativen gesucht und kam natürlich ganz schnell auf ein Hubdach, auf ein Aufstelldach. Und habe dann mit Peter gesprochen, was ich vorhab. Und Peter meinte, das finde ich cool, lass uns mal drüber reden. Und dann haben wir zusammen unsere Hubdächer aufgebaut. So hat sich das entwickelt, die beiden Overlandis Hubdächer. So, und jetzt, ich räume das mal hier kurz an der Seite. So, dann kommt mal rein. Also das meiste habt ihr eben bei Peter eh schon gesehen. Wir haben hier rechts und links jeweils zwei Befestigungen mit so ganz einfachen Spanngurten. Und wir haben hinten einmal einen, der das Ganze quer nochmal sichert. Und wenn man es aufstellen will, ist es relativ einfach. Peter hat eben gesagt, er hat relativ starke Dämpfer, weil er oben auf dem Dach noch was transportieren möchte. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie viele Newtonmeter meine haben, aber die sind auch stramm. Jetzt bei dem Wetter merkt man, wenn es warm wird, lassen die ein bisschen nach, aber das ist alles gar kein Problem. Ja, und sonst ist das Gleiche wie bei Peter. Das Einzige, was ich nicht habe, ich habe diese Seitenteile nicht.
Das hatte Peter sich ja überlegt wegen seinem Einstieg. Aber ansonsten ist das alles baugleich, nur halt für einen 110er. Ist jetzt kein großer Unterschied mehr. Das Einzige, was ich jetzt ganz anders gelöst habe für mich, ist halt die Schlaffläche. Also die meisten, die ich kenne, haben halt komplette Holzbretter drin. Das wollte ich nicht haben, weil ich mag es ganz gerne, wenn ich von innen nach oben durchschaue, dass ich halt ein bisschen Freiheit habe und Luft sehe. Und ich habe mir einfach Federleisten bestellt. Habe die Federleisten in der Breite so abgelenkt, dass es passt. Und habe die dann mit so Jalousienband miteinander verbunden, sodass ich die jetzt entweder der Länge nach aufschieben kann, um hinten im geschlossenen Zustand mehr Kopffreiheit zu haben. Oder ich kann sie sogar noch aufstellen, dann habe ich noch mal ein paar Zentimeter mehr. Ich habe aber sogar noch einen zweiten Rahmen eingesetzt, dass ich das Ganze klappen kann. Ich habe zwar keine Federdämpfer drin, aber ich habe Stangen, die habe ich jetzt allerdings leider nicht mit, sodass ich das Ganze, wenn ich jetzt oben zum Beispiel was drauf liegen habe, was ich jetzt nicht wegräumen kann, dann kann ich das ganze Lattenrost einfach hochstellen, rechts und links arretieren und habe dann im Prinzip das, was alle anderen auch haben, nämlich eine klappbare Schlaffläche. Also so wie ich es gerade brauche, kann ich es nutzen. Habe ich keine Matratze drin, schiebe ich einfach den Lattenrost nach vorne durch und hier hinten kann man dann wunderbar zu zweit nebeneinander sitzen. Gar kein Problem. Ja, was habe ich sonst noch? Also das Dachzelt ist jetzt, oder das Hubdach ist im Prinzip genau das, was Peter eben auch schon vorgestellt hat. Einzige ist, ich habe die Seitenflächen ganz klassisch, so wie Nino das auch ursprünglich angeboten hat, nicht zum Öffnen. Also bei mir sind die geschlossen, ich habe keine zusätzlichen Reißverschlüsse, war bei mir jetzt aber auch nicht irgendwie notwendig, weil ich nicht von der Seite einsteige, sondern halt von innen. Das ist, treppelt man so ein bisschen nach innen und dann ist es gut. Also kannst du das Insektennetz nicht öffnen? Ne? Nee, das Insektennetz kann ich halt nicht öffnen. Aber stört mich jetzt weiter nicht. Das Einzige, was ich sicherlich noch machen werde, das ist dieses Teil hier oben, das, was Peter so abgespannt hat. Da bin ich auch noch gerade dran, mir selber sowas zu basteln. Und ob ich Seitenteile dafür noch, muss ich mal gucken. Aber dann würde ich mir die, glaube ich, eben auch schnell selbst schneidern. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Für das, wenn man es mal braucht, das kann man auch selber machen. Dein Dachhimmel ist ja noch ein bisschen rudimentär. Der ist noch rudimentär. Das liegt noch daran, weil ich meine Lampen, die vorne noch drauf kommen, die habe ich noch nicht draufsetzen können. Und die ganze Verkabelung, die kann ich erst, muss ich erst machen, bevor ich dann den Dachhimmel fertig drunter setze. Sonst komme ich da immer wieder in Schwulitäten und muss es immer abbauen, anbauen, abbauen, anbauen. Und darum ist der Dachhimmel immer noch nackt. Aber das wird bis zum nächsten Urlaub wird das noch fertig gemacht. Ja. Was kommt da rein? Fischernetz? Definitiv. Fischernetz. Nee, da kommt eine alte Strumpfhose, habe ich mir überlegt. Rein. Nee, wolltest du den Originalhimmel wieder rein? Den gibt es für den HT ja gar nicht. Der HT hat ja nur eine Verkleidung oben für, über dem Fahrerhaus, aber ich habe mir von einem alten 110er Station Wagon habe ich mir einen Dachhimmel besorgt für kleines Geld. Dummerweise konnte der nicht am Stück geliefert werden, der ist dann in 6 Teile zerschnitten worden. Aber passgenau, alles gut, das habe ich zu Hause liegen, habe das neu bezogen und das setze ich dann einfach in 6 Teilen ein. Habe ich schon geguckt, das passt perfekt und so habe ich dann halt auch einen ganz handelsüblichen Dachhimmel. Allerdings habe ich ihn nachträglich nochmal mit Filz bezogen, weil der alte Bezug war einfach durch. Das ging nicht mehr, das konntest du nicht mehr machen. Carsten, du hattest mich ja danach gefragt, wie der Schlafkomfort ist. Diese Matratze, die kennt ihr bereits. Als Peter und ich angefangen haben, das Hubdach aufzubauen, kam natürlich irgendwann unweigerlich die Frage, was ist mit der Schlaffläche? Was macht man da? Und dann haben wir halt einfach geguckt, was gibt es am Markt. Und diese Sea-to Summit Matratze ist effektiv die, die von den Maßen wirklich am besten passt. Jetzt ist es bei mir so, die Länge sind, boah, wie viel sind das? 2,40 Meter, 60 insgesamt. Und 2 Meter ist die Matratze lang. Das heißt, ich habe unten noch ein bisschen Luft an den Füßen, was mir persönlich ganz gut gefällt. Die Luft kann so ein bisschen zirkulieren. Das ist von daher ganz gut. Die Matratze ist Weltklasse. Und das Schöne ist, man kann sie halt auch draußen mal eben auf einen feuchten Rasen legen. Da passiert gar nichts. Die ist von unten halt wunderbar. Ist einfach wasserdicht und man kann sie auch mal rausnehmen und dann halt für was anderes benutzen. Peter sprach das eben schon mal an, dass die nicht ganz auf Maß geht. Das liegt natürlich daran, dass das wirklich alles breitenmäßig begrenzt ist. Und ich habe jetzt ja auch noch diesen Zusatzrahmen. Um das ein bisschen auszugleichen, haben wir einfach einen alten Bettbezug ein bisschen abgenäht. Und zwar so, dass das Ganze nochmal in Form gebracht wird und dann bläst man die auf und dann passt das perfekt. Also in dem Fall gibt es überhaupt keine Schwierigkeiten. Und Liegekomfort ist super. Lattenrost ist in dem Fall, den habe ich gedoppelt an den Stellen, wir liegen meistens zu zweit drauf, da wo es wirklich eine höhere Belastung in der Mitte gibt, habe ich das einfach gedoppelt und unten im Fußbereich, die letzten, weiß ich nicht, 80 cm sind einfach und alles gut. Wiegt nicht viel und ist stabil. Also ganz einfach, keep it simple. So, Marco, warum hast du dich denn überhaupt für diesen Selbstvorsatz entschieden? Tja, wenn man schon keep it simple auf dem Schild stehen hat, dann will man es ja auch versuchen, ne?
Also es war eine Herausforderung, aber das Projekt mit uns beiden hat ja auch extrem viel Spaß gemacht. Warum? Jetzt mal Butter bei den Fischen. Butter bei den Fischen. Der Preis war das Ausschlaggebende. Der Preis war das Ausschlaggebende, ja, für ein Selbstbaukonzept. Ja, weil das, was man lesen konnte, und nach dem Gespräch mit dem Nino hatte ich ein Gefühl, dass das auch alles wertig ist. Und das im Verhältnis zu dem, was man noch leisten muss, habe ich gedacht, das ist gut. Das ist wirklich ein guter Preis, tipptopp. Und so ist es jetzt ja auch unterm Strich. Also das, wer Bock hat auf Schrauben und wer sich das zutraut, würde ich jederzeit wieder machen. Ja. Was hast du da auf deinem T-Shirt für mich? Ach das, ja, das ist hier unser nächster Treffpunkt, ne? Also wir machen das jetzt ja, glaube ich, regelmäßig, dass wir uns so treffen in einer kleinen Runde. Das ist der älteste Campingplatz Deutschlands, bei uns in Köln, am Rhein, Kölsche Riviera, Camping Berger. Also wer da mal hin möchte, um mal einen netten, schönen Standplatz zu haben, direkt am Rhein, Campingplatz Berger. Rheinkilometer 681, wer mit dem Schiff kommt. Wer mit dem Schiff kommt. Jetzt haben wir 5 verschiedene Landys gesehen. Mit verschiedenen Hubdächern, gut 2 Overlandys dabei, aber dafür ein 90er, ein 110er. Ich fand es eigentlich sehr interessant, auch die unterschiedlichen Konzepte der Betten, der Stoffe, die Dachformen. Ja, lasst es mal auf euch wirken und vielleicht hilft es euch ja bei einer Entscheidung, mal, wenn ihr selber sagt, so, jetzt möchte ich auch einen Hub darauf meinem Defender haben. Lasst ein paar Kommentare da. Vielleicht kann der ein oder andere Hubdachbesitzer dann noch ergänzen, wenn Fragen offen geblieben sind. Ich bedanke mich, lasst einen Daumen da und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Peter und euer 4x4 Pesch-Kanal. Tschüss!